Herzlich willkommen bei Nachgefragt, heute mit Norbert Darabosch. Grüß Gott, Herr Verteidigungsminister. Guten Tag. Bei uns geht es, Überraschung, um die Volksbefragung zum Thema Bundesheer am Sonntag der nächsten Woche, am 20. Jänner. Herr Minister, vor einer Woche haben Sie eine Studie gemeinsam mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Gudrun Biffel vorgestellt. Die hat eigentlich einige Hämmer enthalten. 300 Millionen Euro weniger Wirtschaftsleistung, 5% weniger Wirtschaftswachstum in Österreich und ich glaube 77.000 Euro persönlicher Entgang an Lebenseinkommen für jeden, der den Grundwehrdienst macht. Und die Daten, die ich jetzt genannt habe von der Studie, infolge des jetzigen Systems der Wehrpflicht. Aber das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Warum liegt das erst jetzt am Tisch? Ja, die Frau Biffel hat diese Studie schon 2001 gemacht, also in einer Zeit, als es die schwarz-blaue Koalition in Österreich gegeben hat. Damals hat ja auch Schwarz-Blau durchaus damit geliebäugelt, umzustellen auf ein neues System. Es ist eben so, wir haben diesen Zwangsdienst, den wir aus meiner Sicht nicht mehr brauchen. Das ist jetzt kein Just-der-Mensch-Standpunkt, sondern abgeleitet aus den neuen Bedrohungsszenarien. Wir haben jetzt diesen Kalten Krieg nicht mehr. Wir im Burgenland hier, wo ich aufgewachsen bin, haben den Kalten Krieg nicht mehr, den Eisernen Vorhang nicht mehr. Das heißt, wir können diesen Zwangsdienst jetzt auch abschaffen und können den jungen Menschen eben die Perspektive bieten, dass das, was Sie gerade gesagt haben, nicht mehr passiert, nämlich dass man an volkswirtschaftlichen Einkommen verliert, dass der einzelne junge Mann in diesem Fall an Einkommen verliert, nämlich über die Jahres- und Lebensverdienstsumme gerechnet, nicht jetzt in ganz kurzer Zeit, sondern über die Jahre gerechnet. Und insofern, wenn man ein Modell anbieten kann, das sicherheitspolitisch noch besser ist, aber zumindest gleich gut ist, dann ist auch klar, dass es jetzt darum geht, diesen Schritt endlich zu setzen. Man könnte die Frage nach dem Warum erst jetzt schon stellen, aber es haben sich die Dinge insofern entwickelt, als wir uns auch die Entwicklungen in anderen Staaten angesehen haben, beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland oder in Schweden, die erst vor kurzer Zeit umgestellt haben auf ein Wehrsystem. Und es war durchaus erst dann realistisch, wenn man sagt, okay, wir können das jetzige System mit einem besseren System ersetzen, mit einer Mischvariante zwischen Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Profimilizsoldaten und können damit 11.000 jungen Männern im Jahr diesen Zwangsdienst ersparen und sie früher in den Arbeitsprozess oder in den Bildungsprozess entlassen. Und das ist die Erklärung eben für Wirtschaftswachstum und beziehungsweise für entgangenes Wirtschaftswachstum. Herr Minister, Sie haben einen Ausdruck bei der Präsentation dieser Studie gesagt oder Sie haben einen Kommentar abgegeben, der bei mir die Alarmglocken schrillen ließ, weil ich selbst genauso erlebt habe. Sie haben von überbordender Bürokratie gesprochen beim Grundwehrdienst, bei den einzuziehenden Grundwehrdienern. Aber warum hat man das bis jetzt nicht geändert? Sie sind ja auch schon einige Jahre im Amt als Minister. Das könnte man ja ändern. Ja, es ist richtig. Ich bin jetzt 6 Jahre im Amt. Ich habe auch vor 2 Jahren den Generalstabschef Entacher, der ein Verfechter der Wehrpflicht ist, beauftragt, die Frage des Grundwehrdienstes zu analysieren und habe eine Weisung herausgegeben, ihn zu attraktivieren. Die Antwort war, der Grundwehrdienst ist per se nicht reformierbar. Das klingt kompliziert, ist relativ einfach. Grundwehrdiener sind zu 60% Systemerhalter. Sie sind eingesetzt als Köche, Kellner, Chauffeure und nur zu 40% in der militärischen Verwendung. Das könnte in einem neuen System auch schwer reformiert werden, weil wir brauchen diese Systemerhaltung. Nur wir könnten, indem wir Ressourcen freimachen für Profisoldaten, diese anderen Dinge, die ich gerade angesprochen habe, auch kreativ lösen, auch mit beispielsweise im Gastronomiebereich mit Zukauf an Leistungen und so weiter. Das wäre nicht teurer, ganz im Gegenteil, es wäre billiger, das Bundesheer könnte sogar verdienen. Aber das Problem ist, dass Grundwehrdiener derzeit Grundwehrdiener servicieren, dass Grundwehrdiener beispielsweise 450 an der Zahl eingesetzt werden, um die Musterung durchzuführen. Also wieder Grundwehrdiener sind für Grundwehrdiener da und das ist ein System, das militärisch sinnlos ist und das auch den jungen Menschen Frustration entgegenbringt. Sie haben recht, man müsste versuchen, es zu reformieren, aber es geht per se kaum. Deswegen ist das beste Modell die Umkehr und Umstellung auf ein Berufsheer und mit diesem Berufsheer könnte man diese Leerläufe völlig beseitigen,
dafür sorgen, dass wir im Katastrophenschutz, im Auslandseinsatz und im sehr theoretischen Fall der Landesverteidigung auch gewappnet sind. Und es wird ja niemand glauben, dass die zwei Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die an Österreich angrenzen, nämlich die Schweiz und Liechtenstein, eine militärische Bedrohung für uns darstellen. Die anderen Staaten sind ja Mitglieder der Europäischen Union, befreundete Staaten. Dass man eigentlich damit jungen Menschen diese Lebenszeit zurückgibt. Das heißt nicht, dass Grundwehrdiener schlechte Leistungen bieten. Ganz im Gegenteil, jeder bemüht sich. Aber die Frage ist, ob es Sinn macht oder ob ein anderes System eine bessere Zukunftslösung für das österreichische Bundesheer und für die Sicherheit in Österreich darstellt. Wir sind beim anderen System. Ein Argument, das genannt wird jetzt von Leuten, die sagen, wir wollen dieses Profiheer nicht. Die sagen, es melden sich zu wenig Leute dafür. Das zweite Argument ist, wir haben dann zu wenig Leute für den Katastrophenschutz. Ich suche Sie mal kurze Antwort, dass wir es abhaken können. Experten sagen, und es gibt Studien dazu, dass wir 500.000 Menschen in Österreich haben. Ich hätte es nicht geglaubt, aber 500.000 Menschen in Österreich haben, die für das österreichische Bundesheer bereitstehen würden, theoretisch. Wenn man es herausschält, 84.000 Männer und Frauen, davon 20.000 Frauen, die sagen, sie würden gerne ein Stück des Weges mit uns gehen, mit dem österreichischen Bundesheer. Sie könnten sich vorstellen, Zeitsoldaten zu sein oder auch Berufssoldaten oder Profimilitsoldaten. Also aus diesem Reservoir schöpfend ist es leicht möglich, den Rekrutierungsgrad, also das spricht die zu herauszufiltern, die auch in der Lage sind, für das österreichische Bundesheer etwas zu tun. Also die Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Deutschland hat es geschafft. Überhang an Bewerbern, Schweden hat es geschafft, Überhang an Bewerbern und vor allem Bewerberinnen, 30% Frauen, dann wird es Österreich wohl auch schaffen. Also Ihre klare Aussage, das packen wir, das ist zu schaffen. Anderes Thema, die Volksbefragung am 20. Jänner. Sie sind gewesen ein begnadeter Wahlkämpfer hier im Burgenland. Sie waren ein begnadeter Wahlkämpfer für die Bundes-SPÖ, für den jetzigen Bundespräsidenten. Aber jetzt bei Ihrem eigenen Thema schaut es derzeit nicht so gut aus. Wenn man sich also anschaut, die Mobilisierungsrate nach Umfragen schaut es schlecht aus. Thema Mobilisierung ist ein Klassiker für einen Verteidigungsminister. Was müssen Sie noch machen? Also ich könnte ja sagen, dass die betroffen sind, die Schüler, die Studenten, die da hingehen dürfen, dass die auch wirklich hingehen. Es ist in den letzten Wochen eine Dynamik in die Geschichte gekommen. Ich habe diese Kampagne nicht geführt, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Es ist nur wichtig, dass die Argumente jetzt endlich durchkommen. Es hat lange gedauert, bis die Bevölkerung überhaupt registriert hat, dass es eine Volksbefragung gibt. Das ist durchaus eine Selbstkritik, auch an den Parteien, die sie initiiert haben. Aber jetzt geht es darum, den jungen Menschen zu sagen, das ist eine Jahrhundertchance. Denn wenn jetzt ein Votum herauskommt, für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht, dann wird sie über Jahrzehnte einbetoniert sein. Und wenn junge Menschen, und das orte ich auch in den Gesprächen, nicht nur im Burgenland, aber ganz speziell auch im Burgenland, bei Lehrlingen, bei angehenden Studenten, bei Schülern, wenn die wollen, dass die Wehrpflicht fällt, müssen sie auch hingehen. Das ist immer ein Mobilisierungsproblem. Junge Menschen gehen eher tendenziell weniger zu Wahlen, was ich bedauere, denn es geht ja um die Zukunft dieser Jugend, nicht nur im Burgenland, sondern insgesamt. Und ich hoffe, dass die dann auch am 20. Jänner den Ausschlag geben, weg von diesem System der allgemeinen Wehrpflicht hin zu einem System des Berufsheers mit freiwilliger Komponente. Herr Minister, letzte Frage. Ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Wenn das jetzt nicht in Ihrem Sinne ausgeht und Sie weiter im Amt sind, Sie haben sich das ja offen gelassen, was können Sie, Sie haben ja die Schwierigkeiten angesprochen, reformieren noch bei diesem Bundesheer nach altem System? Man müsste dann versuchen, radikal Schritte zu setzen. Die würden aus meiner Sicht aber auch zu einer Verteuerung des Systems führen. Der Minister, der das dann zu verantworten hat, und ich gehe davon aus, dass ich es bin, der Bundeskanzler hat mir gestern das Vertrauen ausgesprochen, dann müsste man das angehen. Aber jetzt geht es bis zum 20. darum, für das beste Modell zu werben und nicht für das zweit-, dritt- oder viertbeste. Danke fürs Gespräch. Gast in Nachgefragt, Verteidigungsminister Norbert Darabosch im Vorfeld der Volksbefragung am 20. Jänner. Danke fürs Zusehen.